Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Bed Wars Video auf meinem Kanal. Und heute werden wir ganz schnell versuchen, eine neue Taktik rauszufinden. Nicht, wie man am schnellsten was einkaufen kann. Nee, kennt nämlich den Struggle, dass man ab und zu eventuell zu lange braucht, um was einzukaufen. Und um die es jetzt geht, das zeige ich jetzt in diesem Video. Ich würde sagen, wir legen los mit dem Video. So, und wie ich diesen Trick eigentlich rausgefunden habe, ist ganz folgendermaßen. Kuss geht auf jeden Fall raus an meine Community wieder, weil einer der Zuschauer oder auch mehrere wussten diesen Trick schon und hat mir dann im letzten Livestream gezeigt, deswegen fand ich auf jeden Fall richtig cool. Und ich werde mal gucken, wie gut sich eigentlich dieser Trick anlohnt und wie in Stresssituationen dieser Trick eigentlich nutzvoll ist. Und natürlich dabei haben wir ein paar Zuschauer. Das heißt, wenn ihr mal mitmachen wollt oder dabei sein wollt, einfach mal hinterher joinen und mit Glück seid ihr auch dann irgendwann in einer Aufnahme dabei. So, erstmal hier, der Trick, nämlich wir müssen jetzt mit Rechtsklick Dinge kaufen, weil eigentlich ist das so, wir gehen hier drauf und dann purchasen wir, ganz oft. Aber diese zwei Klicks können schon viel ausmachen und wenn wir es schnell haben wollen, dann müssen wir einfach Rechtsklick drücken und schon haben wir es instant gekauft. Ich habe nichts gemacht, ihr habt gesehen, dass ein paar Dinge kamen und ich habe alles instant gekauft. Das heißt, das war auf jeden Fall kein großes Problem. Und das ist eigentlich schon das Ganze an diesem Trick, wie gesagt, ist eigentlich basic-mäßig so gesehen, aber ich muss ihn auf jeden Fall zeigen, weil der hat schon, würde ich sagen, mein Leben verändert in Bed Wars. So, mir ist gerade aufgefallen, ich habe hier Audio gerade ein bisschen noch gestummt, aber egal. Ich zeige es nochmal kurz, dass ihr es, wie gesagt, hört, dass ihr es wirklich kauft. Hier zum Beispiel die Rüstung, einmal draufklicken, schon gekauft, ganz einfach. Und das ist so schon, warte mal, ihr müsst jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt hier drauf gehen wollen, müssen wir mal draufklicken, dann kaufen. Hier ist es einfach von dem Menü aus, einfach, zack, und wir haben schon das Item ausgewählt und gekauft. So schnell geht das auf jeden Fall. So, das gleiche auch hier mit dem Bogen, zack, zack. Und das ist, also ich muss sagen, das ist einfach genial. Wir gucken kurz, was wir aufrüsten können. Wir können nichts aufrüsten, das heißt, wir lassen das mal hier in der Kiste. Obwohl, ich gehe mal kurz den anderen, die können das locker besser brauchen als ich. Und wir gehen mal kurz ein bisschen auf Action-Maction, weil wir natürlich auch ein paar Betten zerstören wollen. Und das ist echt ein geiler Trick. Und wir gucken mal kurz, wie wir jetzt hier vorankommen. Wir haben hier Pros auf jeden Fall am Start. Und ich bin kein Pro, ich bin runtergefallen, weil ich meine Kamera verkackt habe. Ja. Ja, genau, so schnell kann es auch wieder gehen, dass der Pro auch mal wieder runterfällt. Okay, das gleiche nochmal. Zack, zack, zack. Oh, guck mal, die Axt können wir noch nicht leisten. Aber das geht natürlich ganz schnell. Nehmen wir kurz hier einmal den machen. Zack. Und so. So, wir kommen mal kurz. Wer ist das Bett? Ist dann noch nicht ramponiert worden? Grün sieht einfach aus. Deswegen würde ich sagen, gehen wir mal zu grün einfach hin. Mal gucken, ob wir das ramponieren können oder nicht. Also sieht schwer aus, aber wir können es trotzdem mal probieren. Oh, okay, hier ein Shortcut. Einmal kurz den weg. Oh, nee. Oh! Ich bin gerade ein bisschen krass drauf, ich bin gerade ein bisschen zu wagemütig, aber das kriegen wir schon hin. So, also wir brauchen auf jeden Fall, für grün brauchen wir auf jeden Fall was Schnelles, Explosives. Also, wir kaufen uns mal die Rüstung, zack, so. Also ihr seht schon, es ist so geil einfach, dass man in Situationen, also wir haben jetzt keine stressige Situation, aber im Fall der Fälle, dass wir eine stressige Situation hätten, dann wäre das mega easy zu bekommen, ganz einfach. Also zum Beispiel hier, achtet. Zack, ganz einfach aufgekauft. Ohne großartiges Klicken, ohne wie Doppelklick zu machen. Also auf jeden Fall ein Weg, schneller ranzukommen. Wie das auf jeden Fall bei Mobile-Spielern ist, weiß ich nicht. Ich schätze mal, bei Mobile geht das nicht. Aber auf jeden Fall auf PC geht das. Heißt, PC-Leute zum Vorteil wieder. So, zack, gekauft. Natürlich, das einzige Makel an dieser ganzen Sache ist einfach, dass es halt echt, echt vorsichtig. Aber man muss vorsichtig sein damit, dass man das halt nicht komplett verkackt. Weil man kann da sich schnell verklicken. Das sage ich auch schon mal. Das heißt, ja, da muss man auf jeden Fall drauf achten. Aber wo die jetzt die anderen drauf achten müssen, ist deren Bett gleich, wenn ich das zerstören werde. Deswegen komm schnell. Oh. Ich hab grad echt Drecksbett, das Drecksschwert, deswegen. Oh, was? Lol. Egal. Okay, dann machen wir es halt auf diese Art. Ist mir auch egal. Können wir auch gerne machen. Oh! Okay, da hat es gerade ein bisschen gesessen, aber passt schon. So, das heißt, grün ist schon mal weg. Falls sie jetzt angreifen sollten und die müssen irgendwie schnell bauen, dann habe ich auf jeden Fall dann schon was parat. Ah, komm, rot. Ja, lauf rüber. Zack. Oh, okay, wir sind daneben gezielt. Muss man sagen, mit dem Bogen bin ich immer nicht so irgendwie genau. Und oh, ich sehe gerade schon Gen 3. Oh, natürlich, jetzt ist jetzt hier ein bisschen interessanter, wenn es jetzt gerade Gen 3 war. Ah, oder doch nicht Gen 3? Ich glaube doch kein Gen 3. Ah, doch, denn Gen 3. Okay, dann meint er nicht so. Mal langsam hier ein besseres Schwert mal an Land ziehen. Und dann werden wir mal kurz noch ein Ballons kaufen und dann ein bisschen uns fetzen gehen. Aber es ist jetzt eigentlich eine ganz ruhige Runde. So, da ist gelb. Gelb hat schon ein bisschen dickeres Bett. Und rot, ich weiß nicht, was rot hat. Rot auf jeden Fall ein interessantes Bett. Ja, ich würde eigentlich gerne zu rot gehen, weil rot ist gerade noch ein bisschen, glaube ich, Action-Maction. Aber wir können es ja trotzdem versuchen. Ja, wir gucken mal. Oh, rein da. Mann, ich komme hier ins Loch rein. Oh, oh. Oh, oh. Ja. Okay. Ich hab's.
Boah, nochmal rausgerettet hier. Oh mein Gott. Also diese Coils, die sind echt nicht zu unterschätzen. Boah, war aber schon ein bisschen gerade krasses Match auf jeden Fall. Oh, hä? Egal, ich habe das Bett von denen. Das heißt jetzt nur noch eigentlich der Yellow dran, ne? Da würde ich sagen, rennen wir mit dem gleichen Bums wieder hin, wieder mit hier drei Balloons und dann einfach da rein. Ich glaube, da geht schon die Post ab gerade irgendwie. Oh, hat er einen Rageblade? Ich glaube, da hat einer einen Rageblade. Oh ja, da hat einen Rageblade. Deswegen hoffen wir, dass ich das jetzt nicht wieder verkacke wie gerade eben. Ja, eigentlich die Bomberangriff machen sollen, aber das hätte zu lange gebraucht wiederum, um das Zeug zu farmen. Oh mein Gott. LOL! Okay, ich bin raus. Ja moin, was hat das denn gerade? Einfach Pro-Spieler. Okay, warte mal kurz. Wir müssen auf jeden Fall noch einen wegbomben. Das ist hier, muss. Ui. So, weg. Der nächste, auch bitte weg. Zack und tschüss. Danke. Okay, es ist nur noch ein Grüner hat überlebt. Das heißt, den kriege ich auch noch easy. So, muss noch ein paar Pfeile, weil ich habe ja einen Bogen und nutze ihn nicht, ne? Deswegen, mal gucken, wo ist er denn? Oh, fast 100 auf einen Hammer. Ich glaube, das ist er das da mit dem Crossbow? Oh ja, das ist er. Ah, da kommt er. Warte, warte. Den kriege ich. Warte ab, warte ab. Okay, hat sich eine Fläche gebaut. Und zack. Und da fliegt er wieder weg. Aber hat sich gesaved. Mit noch mehr Balloons. Ach Mist, okay. Den kriege ich jetzt leider nicht. Aber vielleicht kriegen wir jetzt auch den stressigen Part eigentlich von den Sachen, wenn man die Insten kauft. Zack. Komm. Oh nein, keine Pfeile mehr. Oh oh. Warte, würde ich sagen, rein da, ne? Komm, aufgebrüll. Oh. So, eine Big Baba Fortnite Potion zu ziehen, weil die bringt einmal sehr viel, würde ich echt sagen. Ich treffe den nicht mit dem normalen Drecksbogen. Das ist so unglaublich. Ah, doch. Okay, ich habe keine Pfeile wieder mehr. Also man sieht auf jeden Fall, wie schnell man eigentlich hier so erholen kann. Das ist echt ein Affenzahn. So, mal gucken, ob ich die jetzt hier kriege. Oh, das ist sehr gefährlich, ne? Oh, oh, das fliegt aber richtig schön. Na, ah, okay, den kriege ich jetzt nicht. Da hinten ist er, warte. Oh. Komm, ja, jetzt zwei runter. Oh, der fällt nicht runter, ne? Der ist ja angebacken wie was weiß ich was. Zement. Jetzt komm, fliegt doch mal eigentlich. Der fliegt nicht. Was ist mit denen denn los? Aber kassiert auf jeden Fall gut. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob der Trick noch funktioniert, wo man Leute durch die Wand schießen kann, wenn deren Hitbox zu groß ist. Weil das ging ja damals auch. Oh, wir machen noch mal eine Lieblingsart, nämlich mit Raketen. Und Angriff! Oh, oh ja, der war gut. Komm, bitte. Der hat locker noch Raketen. Meine Balloons. Wo ist denn der denn überhaupt eigentlich? Da. Zack. Und jetzt aber weg. Nice. Und ich würde sagen, das war es dann auch schon mit diesem Battle Wars Video, wie ich euch zeige, wie man im Spiel ganz schnell Items kaufen kann. Und wenn das Video gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr hier Ehemänner seid oder auch Ehrenfrauen, dann lasst einfach mal ein Abo da. Aktiviert die Glocke, dass ihr keine meiner Videos von Battle Wars oder sonst nicht mehr verpasst. Checkt auf jeden Fall meinen Weihnachtsmerch aus in der Roblox-Gruppe. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Und ciao.